Beim Kampf gegen die Geldwäsche schaltet die Europäische Union nun einen Gang höher. Als Reaktion auf eine Reihe von Skandalen, in die unter anderem auch die dänische Danske Bank verwickelt war, plant die Europäische Kommission eine neue Aufsichtsbehörde, die gezielt gegen Geldwäsche vorgehen soll. Bessere Nachverfolgbarkeit von Geldüberweisungen, Transparenz für Kryptogeld, Kampf gegen Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Teil des Gesetzespaketes. Hinter Geldwäsche stecken schreckliche Verbrechen, erinnert die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen. Darunter leiden Bürger, Familien, Gemeinden, ja die ganze Gesellschaft. Der Kampf gegen Geldwäsche ist ein Kampf gegen das Verbrechen. Wir haben uns die Lücken in unserer Gesetzgebung angesehen und gesagt, genug ist genug. Die neue Aufsichtsbehörde soll einige Kompetenzen von der europäischen Bankenaufsicht übernehmen, wie beispielsweise grenzüberschreitende Kontrolle von Finanzinstituten einschließlich der Möglichkeit, Strafen zu verhängen, Beobachtung von organisiertem Verbrechen, Begrenzung von Cash-Transaktionen auf höchstens 10.000 Euro. Damit die neue Behörde auch was bringt, sollen alle EU-Staaten die Richtlinien endlich auch umsetzen, fordert Eero Heinäluoma vom Haushaltsausschuss des Europaparlaments. Wir haben gesehen, dass sich nicht alle EU-Staaten korrekt verhalten. Es gibt Mitgliedstaaten, die die vierte und fünfte Geldwäscherichtlinie immer noch nicht umgesetzt haben und auch gegen die neue Richtlinie sind. Wir brauchen gleiche Spielregeln für alle und wer dreckiges Geld von Land zu Land überweist, sollte damit rechnen müssen, geschnappt zu werden. Country to country. EU-weit könnten 150 Milliarden Euro schmutziges Geld pro Jahr gewaschen werden, schätzen Experten. Die neue Behörde soll 2026 mit der Arbeit beginnen, falls Mitgliedstaaten und EU-Parlament diesem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen. Offen ist derzeit noch, wo die Aufsichtsbehörde ihren Sitz haben wird.